Meine sehr verehrten Damen und Herren, so ganz langsam sollten wir die Plätze einnehmen. Ladies and gentlemen, please take your seats. We would like to start. Bitte nehmen Sie Platz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu den 9. Annaberger Klimatagen. Und wenn ich durch die Reihen schaue, dann sehe ich natürlich ein paar Lücken. Diese Lücken passen überhaupt nicht zu den Anmeldungen. Aber diejenigen von Ihnen, die durch das Labyrinth Sachsens mit zahlreichen Umleitungen tatsächlich Annaberg-Buchholz gefunden haben, auch ich habe mich gestern wieder überlisten lassen und eine halbe Stunde extra gebraucht, die wissen, warum diese Lücken sehr plausibel sind. Und das tut mir leid für diejenigen, die jetzt zu spät kommen, aber davon geht zum Glück die Welt auch nicht unter. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, aber ganz besonders auch unseren Staatsminister Frank Kupfer. Es ist wunderbar, dass Sie wieder dabei sind. Ich möchte auch den Landrat des Landkreises Mittleres Erzgebirge, früher Annaberg, herzlich begrüßen, Herr Frank Vogel, Herrn Bernd Dietmar Kammerschen, den Leiter und Direktor der Landesstiftung für Natur und Umwelt. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich aber auch speziell unsere Gäste aus Polen und aus der Tschechischen Republik, die nicht nur einen weiten Weg auf sich genommen haben, sondern auch auf sich nehmen auf einer im Wesentlichen ja deutschsprachigen Veranstaltung, die dankenswerterweise hervorragend simultan übersetzt wird. Da auch ein großer Dank an Sie beide in den Kabinen. Ebenso aber auch unseren Gästen aus Österreich, aus Bayern, Hessen, Thüringen, Brandenburg und alle Bundesländer, die ich jetzt vergessen habe, bitte ich um Vergebung. Ich darf Ihnen ganz kurz meinen Mitspieler vorstellen, Professor Dr. Christian Bernhofer. Er sitzt hier vorne. Wir beide werden Sie durch das Programm geleiten. Und ich darf Ihnen auch schon versprechen, dass neben dem Programm, was Sie ja alle bekommen haben und zur Verfügung haben, noch ein paar kleine Überraschungen auf Sie warten. An dieser Stelle möchte ich aber auch herzlich begrüßen einen altgedienten Meteorologen, Herrn Günther Blume, der direkt so schräg vor mir sitzt und der ein treuer Besucher der Annaberger Klimatage ist und manchen von Ihnen hier im Saal vielleicht gut bekannt als so eine Art Vorgängeräquivalent von Herrn Jürgen Thiersch vom ZDF, der nämlich damals als Meteorologe des Meteorologischen Dienstes der DDR im DDR-Fernsehen immer das Wetter moderiert hat. Ich möchte alle Vortragenden herzlich bitten, sich an die Vortragszeiten zu halten, mit einschließlich der Diskussionszeiten. Es gibt gesonderte Diskussionsblöcke und wir haben auch halbwegs komfortable Pausen, in denen sich alle Vortragenden gerne ansprechen lassen. Und was das Sprachliche betrifft, wäre es auch schön, daran zu denken, dass Simultanübersetzer immer ein kleines bisschen Zeit brauchen, um das dann in die andere Sprache zu übertragen, also nach Möglichkeit bitte nicht zu schnell reden. Ich habe vielen Leuten zu danken, möchte das aber abkürzen und stellvertretend nur nochmal die Landesstiftung Umwelt, namentlich Frau Christa Reichhardt, das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Irini von Rechenberg, sowie auch Uwe Schellbach und sein Team, und vom Deutschen Wetterdienst Falk Böttcher und Claudia Heinz nennen
ohne die diese Veranstaltung so nicht zustande gekommen wäre. Ein Dank gilt da in dem Zusammenhang natürlich auch der Stadt Annaberg-Buchholz und dem Landkreis für ihre Unterstützung. Und ich habe gerade gehört, das ist wohl irgendwie an meinen Ohren vorbeigegangen, dass erfreulicherweise auch der Herr Bürgermeister, Herr Proksch, zu uns kommt. Er ist Bürgermeister für Wirtschaft und Stadtentwicklung. Und ich muss einfach mal gucken, sind Sie schon da? Sie sind schon da. Dankeschön. Das freut mich sehr. Bevor ich Ihnen das Wort übergebe, noch ein ganz pragmatischer Hinweis. Es sind noch einige wenige Plätze frei für die Exkursion morgen Nachmittag zur Wetter- und Klimastation Fichtelberg. Wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie das bitte bei der Registrierung unten. Dort erwartet Sie ein ganz besonderes Programm, von dem ich Ihnen versprechen kann, das werden Sie niemals wieder so erleben können. Wir haben dort extra für Sie etwas ganz Besonderes vorbereitet. Und heute Abend findet dank der Großzügigkeit von der Stadt, vom Landkreis und auch der Stadtsparkasse der traditionelle Empfang statt und zuvor eine Führung hier in der Manufaktur der Träume. Und da erlauben Sie mir eine mehr scherzhafte Bemerkung. Diese Manufaktur der Träume ist etwas ganz Besonderes. Sie ist eine Spielzeugsammlung. Und hier im Erzgebirge gab es nicht nur goldene bzw. silberne Zeiten, in denen zum Beispiel eine Stadt wie damals allein Annaberg vor Geld kaum gehen konnte und sich so etwas leisten konnte wie die herausragende Annenkirche oder auch die viel bescheidenere, aber wenn man erst mal hineinkommt, doch mehr als beeindruckende St. Marienkirche, sondern es gab auch sehr harte Zeiten. Sei es, dass durch Erschöpfung der Möglichkeiten der jeweils gegebenen Technologie man nicht mehr genügend Umsatz machen konnte, sei es, dass andere Dinge, Kriege und Ähnliches durchs Land gingen. Die Leute hatten ein hartes Leben im Vergleich zu unserem. Und dort kam bereits im 16. Jahrhundert nicht nur die Klöppelei auf, sondern es fing auch an, dass Menschen zu Hause Holzfiguren schnitzten. Und aus dieser Schnitzerei ist eine ganze Industrie geworden, die heute und auch schon vor 100 Jahren international exportiert hat und auch den Ruf des Erzgebirges als Kulturlandschaft mitgeprägt hat. Und davon zeugt diese Manufaktur der Träume. Und da möchte ich Sie alle ganz herzlich motivieren, sich das nicht entgehen zu lassen. Das sei von meiner Stelle erst einmal reichlich und genug. Und ich darf Sie, Herr Proksch, um ein kurzes Grußwort bitten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Matschulat, für die freundliche Anmoderation. Sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrter Herr Landrat, Herr Kammerschen, liebe Gäste, herzlich willkommen hier in Annaberg-Buchholz zu den 9. Klimatagen. Ich bedanke mich erst nochmal für die freundliche Einladung und darf die herzlichen Grüße unserer Oberbürgermeisterin, die natürlich auch selber gerne gekommen wäre, aber sie befindet sich auf dem Weg nach Prag, ich hatte das eingangs schon erzählt und darf heute unseren Bundespräsidenten dort treffen. Da wir tschechische Gäste hier im Raum haben, wir sind ja hier in unserer Grenzregion mit unserer Partnerstadt in Komotau, seit vielen Jahren in einer engen Partnerschaft und konnten viele gute Projekte auf den Weg bringen. Ich glaube, so rund 8 Millionen Euro Investment, die dort geflossen sind. Und darüber soll heute auch im Rahmen dieses Treffens berichtet werden. Deshalb lässt sie sich entschuldigen und Sie herzlich grüßen. Ja, Sie haben heute ein wichtiges Thema, wie immer, auf der Tagesordnung. Und wir Menschen sind ja oft bequeme Gewohnheitstiere und wollen Veränderungen eigentlich erst wahrhaben, wenn es manchmal schon zu spät ist. Ja, und sind der Meinung, dass das uns ja gar nicht alles so betrifft. Und wenn Sie hierher gefahren sind, Sie verzeihen, wenn das etwas beschwerlicher war als vielleicht erwartet. Aber so hatten Sie ja doch Gelegenheit von unseren grünen Wiesen und idyllischen Tälern und Bergen vielleicht etwas länger in Augenschein zu nehmen, aber auch der Schein
mag trügen, denn auch wir sind immer wieder von Ereignissen betroffen, Sturmereignisse, Kyrill, Hochwasser in 2002 und 2013. Und wir haben jetzt wieder mal einen Winter gehabt ohne Schnee. Die Bauwirtschaft hat sich darüber gefreut. Der Natur fehlt aber das Wasser. Also ich sage mal, so weit weg ist es nicht. Und wir sind oftmals hilflos, wenn wir dann sehen, wie die große Politik zum einen vielleicht das nicht so richtig versteht, zu erklären, was sie tut. Und wir dann hier unten an der Basis stehen, auf der einen Seite sehen, dass kurz vor unserer Haustür der Kampf um die Ressourcen in der Ukraine, wo es um Schiefergas und andere Dinge geht, natürlich unter ethnischen Aspekten nach außen getragen läuft. Das alles hat aber auch mit Klima zu tun. Und jeder kennt vielleicht das afrikanische Sprichwort, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können sie doch das Gesicht der Welt verändern. Und insofern sind wir froh, dass Sie hier diese Dinge in die Region tragen, wieder Impulse geben aus Ihren Erkenntnissen, aus Ihren Forschungsergebnissen, die hier grenzüberschreitend laufen. Und ich würde mir wünschen, so wie vor 500 Jahren, unser Rechenmeister Adam Ries hier aus dieser Stadt für die Mathematik viele Impulse gebracht hat, dass auch diese Fachtagung wieder neue Impulse bringt. Denn wir vor Ort in der Region brauchen das. In unserer Stadt Umbaupolitik, wo Klimaschutz und Energie eine wichtige Rolle spielt, aber auch Frank Kupfer als Vertreter des Freistaates in unserer Bewirtschaftung unserer Wälder. Wir haben es Gott sei Dank geschafft, aus dem Erzgebirge wieder einen gesunden Wald entstehen zu lassen. Das ist nicht selbstverständlich, aber ich sag mal, da müssen wir auch weiter dran arbeiten und das ist wichtig für den Haushalt und vor allen Dingen das Bewusstsein unserer Menschen. Insofern wünsche ich dieser Fachtagung einen guten Verlauf, viele gute Gespräche, einen angenehmen Aufenthalt in unserer Stadt und ein herzliches Glück auf. Ganz herzlichen Dank, Herr Proksch, und ich darf nun Herrn Kammerschen auf die Bühne bitten für ein Grußwort. Sehr geehrter Herr Staatsminister Kupfer, sehr geehrter Herr Landrat Vogel, sehr geehrter Herr Bürgermeister Proksch, sehr geehrter Herr Professor Matschulat, sehr geehrter Herr Professor Bernhofer, sehr geehrter Herr Präsident Eichkorn, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Sie alle nun bereits zum 9. Mal zu den Annaberger Klimatagen hier im Erzhammer der traditionsreichen Bergstadt Annaberg im Zentrum des Erzgebirges begrüßen zu dürfen. Bei den diesjährigen Klimatagen sollen die aktuellsten Herausforderungen im Bereich Klimaschutz und Klimawandel diskutiert werden, die nicht zuletzt durch den jüngsten Bericht des IPCC angesprochen wurden. Die Ergebnisse des IPCC-Berichtes sollen nun mit den Prognosen auf regionaler und lokaler Ebene abgeglichen werden, um praktikable Handlungsstrategien in und für Sachsen zu entwerfen. Dies ist das wichtigste Ziel, das wir mit den 9. Annaberger Klimatagen anstreben. Dabei ist uns der Austausch mit anderen Regionen und Ländern, besonders mit denen, die in einer ähnlichen Klimazone liegen, äußerst wichtig. Deshalb begrüße ich ganz besonders auch unsere Referenten und Teilnehmer aus dem In- und Ausland und freue mich auf einen regen Austausch. Ich danke bereits jetzt allen Referenten und Organisatoren dieser Veranstaltung ganz herzlich, besonders auch den aus Großbritannien, Österreich, der Republik Polen und der Tschechischen Republik angereisten Referentinnen und Referenten. Ein ganz besonderer Dank für die engagierte und intensive inhaltliche Vorbereitung gilt den Motoren der Annaberger Klimatage, Herrn Professor Matschulat von der TU Bergakademie Freiberg
sowie Herrn Professor Bernhofer von der TU Dresden. Mein besonderer Dank geht auch an Frau von Rechenberg, die für das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie großen Anteil am Gelingen der diesjährigen Klimatage hat. Ich danke für die erneut sehr gute Zusammenarbeit mit dem Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, dem Referat Klimaschutz und Klimawandel des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, der TU Bergakademie Freiberg, der TU Dresden, dem Deutschen Wetterdienst, dem Landkreis Erzgebirge und der Gastgeberstadt Annaberg-Buchholz sowie meiner Mitarbeiterin Frau Christa Reichardt für die umsichtige Organisation dieser Tagung. Für die 9. Annaberger Klimatage wünsche ich Ihnen und uns allen nun frische Energie, neue Erkenntnisse und einen intensiven Austausch untereinander. Glück auf! Ganz herzlichen Dank, Herr Kammerschen. Ich habe eben einen Bock geschossen, als ich vorhin gesprochen habe, und irgendwas vom mittleren Erzgebirgskreis, das ist völliger Unsinn. Herr Vogel, bitte verzeihen Sie mir, es ist natürlich der Erzgebirgskreis, und seien Sie herzlich willkommen hier auf der Bühne für Ihr Grußwort. Sehr geehrter Herr Staatsminister Kupfer, sehr geehrter Herr Kammerschen, meine Herren Professoren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, seien Sie herzlich willkommen im Erzgebirgskreis, dem schönsten Landkreis im östlichen Teil der Bundesrepublik, so darf ich es mal sagen, und wir können sicherlich auch mit anderen Landstrichen bundesweit konkurrieren, definitiv. Ich freue mich, dass zum wiederholten Male oder zum 9. Male jetzt diese Annaberger Klimatage hier stattfinden. Eine Fachveranstaltung, die sich mittlerweile doch eine hohe Reputation hat. Das zeigen Ihre Teilnahmen an dieser Veranstaltung. Und ich glaube, als damals diese Veranstaltung begann, hätte man im kühnsten davon nur geträumt, dass es einmal eine solche Entwicklung eigentlich hier in Annaberg-Buchholz mit diesen Klimatagen nimmt. Umso mehr freuen wir uns natürlich. Der Erzgebirgskreis, ich habe das ganz bewusst von dem Schönsten gesagt, hat sicherlich viele Herausforderungen. Und wenn wir uns unseren Kreis einmal anschauen, dann sind wir auch ein Stück, in Anführungsstrichen, klimaprägend, wenn man es mal so sieht. 47% unserer Fläche sind bewaldet. Und wir haben auf unserem Territorium, ich glaube, 7 Trinkwassertalsperren und versorgen damit über 1,5 Millionen Menschen im Freistaat Sachsen. Das heißt, wir haben daraus schon auch eine bestimmte Verantwortung, die wir eigentlich dort haben. Und umso mehr sind natürlich die klimatischen Bedingungen und die klimatischen Veränderungen auch bei uns immer wieder im Fokus der Betrachtung. Auch eine Trinkwassertalsperre ist nur bis zu einem begrenzten Maße abgabefähig. Wenn es nicht regnet, wird es irgendwo mal eng mit dem Wasser. Auch solche Ereignisse haben wir ja schon gehabt. Und den Gegenpol haben wir in den letzten Jahren ja des Öfteren erlebt. Wasser als das Prägendste, sprich also die Hochwasserkatastrophen, ob das 2002, 2010, 2013 war, die auch uns betroffen haben. Wobei wir hier immer, ja, bei uns kam es immer schnell und war genauso schnell weg. Wenn ich die Ereignisse im vergangenen Jahr anschaue, dann kam es vom Samstag zum Sonntag und am Montagvormittag war schon alles wieder weg. War es einen Berg runtergelaufen und das Wasser war anderswo eigentlich das Problem. Das, was uns auch zunehmend und auch die Bevölkerung zunehmend sensibilisiert, ist meines Erachtens nach auch die Lokalität, dass es immer lokalere Ereignisse eigentlich gibt und die Heftigkeit, die dort immer wieder auftritt. Und wir haben es erst am vergangenen Wochenende wieder gemerkt, im eigenen Landkreis, da bist du unterwegs und bist eigentlich fast im schönsten Wetter unterwegs und 40, 50 Kilometer weiter im gleichen Landkreis, da spült es Felder wieder in die Keller,
in einer Heftigkeit, wo man dann schon darüber nachdenkt. Und ich denke, dass gerade auch solche Ereignisse immer mehr auch das Bewusstsein der Bevölkerung schon schärfen, dass wir eine Verantwortung haben. Eine Verantwortung für unsere Umwelt, eine Verantwortung für unsere Kinder und nachfolgenden Generationen und eine Verantwortung auch im Umgang mit dieser Welt, die sicherlich ja, nicht alles mit sich machen lässt. So würde ich es einmal ausdrücken. Und Richard von Weizsäcker hat es als eine Verpflichtung einmal so als Bundespräsident ausgedrückt, indem er gesagt hat, lassen Sie uns alles daran setzen, dass wir der nächsten Generation, den Kindern von heute, eine Welt hinterlassen, die ihnen nicht nur den nötigen Lebensraum bietet, sondern auch die Umwelt, die das Leben erlaubt und lebenswert macht. Ich denke, das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen, bei allem Drang nach immer mehr Luxus, nach immer höheren Lebensstandards, dass wir die Umwelt nicht außer Acht lassen. Vielen Dank, dass Sie sich in diesen zwei Tagen hier mit Themen beschäftigen. Und ich hoffe und wünsche, dass es für Sie ereignisreiche Tage werden und auch Tage, wo Sie viele neue Erkenntnisse gewinnen. Aber vor allen Dingen hoffe und wünsche ich auch, dass von solchen Fachtagungen dann Impulse ausgehen, die in die Öffentlichkeit, in die breite Öffentlichkeit hineingehen, um einfach die Sensibilität weiter zu schärfen bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass es nicht eine Welt ist, sondern dass es unsere Welt ist, dass es unsere Umwelt ist, nicht nur in der wir heute leben, sondern in der auch unsere Kinder, Enkel und nachfolgenden Generationen noch leben wollen. Vielen Dank für Ihr Kommen und ich freue mich schon auf den Abendempfang heute, wo wir uns sicherlich noch einmal sehen werden. Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und ein herzliches Glück auf. Ganz herzlichen Dank, Herr Vogel. Ich erlaube mir jetzt ein kleines Intermezzo, weil Sie das gerade so zur Sprache brachten. Sie kennen das Reklamprojekt aus den Klimmzugprojekten und dort haben wir ja gemeinsam versucht, sehr viele, sehr konkrete Handreichungen schon zu geben. Und trotzdem kann ich Ihnen sagen, werden Sie heute und werden alle Gäste und Zuhörer wieder ein paar Überraschungen erfahren bei dieser Tagung. Ich möchte nun Sie, lieber Herr Staatsminister Kupfer, nach vorne bitten und Sie um die Eröffnung dieser Tagung bitten. Vielen Dank, sehr geehrter Professor Matschulat, Herr Professor Bernhofer, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute wieder in Annaberg sein kann. Ich bin sehr gerne im Erzgebirge, in Annaberg noch lieber. Und besonders möchte ich natürlich hervorheben, dass ich heute wieder zu den Klimatagen, zu den Annaberger Klimatagen Gast sein darf. Das sind immerhin die 9. Klimatage. Ich habe nicht alle 9 miterlebt, aber die letzten schon. Und diese Klimatage sind ja wirklich etwas ganz Besonderes, aber nicht im eigenen Saft schmoren, sondern uns öffnen. Wir haben internationale Gäste, das ist wichtig, denn das Klima, das haben wir heute in den Grußworten auch schon gehört, macht nicht an irgendwelchen regionalen Grenzen halt, sondern das ist weltweit zu betrachten. Und wirksame Aktionen gegen den Klimawandel kann man auch nur global betrachten. Und wir wissen auch, dass es nicht nur in Deutschland und in Sachsen auch immer noch Menschen gibt, die den Klimawandel in Frage stellen. Die sagen, es gibt gar keinen Klimawandel. Ich vertrete die Auffassung nicht. Die Mehrheit in der sächsischen Staatsregierung vertritt diese Auffassung auch nicht. Und deswegen unterstützen wir sehr gern auch diese Klimatage hier in Annaberg. Wir haben, meine Damen und Herren, das haben wir heute auch schon gehört, in den vergangenen Jahren mit extremen Wetterereignissen zu tun. Jetzt wissen wir ja auch, dass Wetter und Klima nicht das Gleiche sind, aber die Auswirkungen des Klimawandels
machen sich irgendwo im Wetter sichtbar. Wir hatten einen Winter gehabt, der erheblich zu trocken war. Wir hatten einen Winter, der 36% an, über dem Mittel an Sonneneinstrahlung gebracht hat. All das sind Auswirkungen, die zeigen, dass wir sehr wohl in einem Klimawandel leben. Klimaschutz ist ein sehr wichtiges Thema und auch wir haben uns im Freistaat Sachsen Ziele gesetzt, um dem Klimawandel zu begegnen. Bis 2022 wollen wir den Endenergieverbrauch in den Haushalten um 15% senken gegenüber dem Jahr 2010. Wir wollen auch den Anteil der sogenannten erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch auf 28% erhöhen. Im Augenblick sind wir bei ca. 20%. Die jährlichen CO2-Emissionen sollen sich reduzieren um 25%. Und wir wollen vor allen Dingen eins, wir müssen sogar, meine Damen und Herren, die Energieeinsparpotenziale weiter definieren, weiter herausfinden und diese dann auch umsetzen. Denn diese ganze Energiewende, die wir uns in Deutschland auf die Fahnen geschrieben haben, wird nicht gelingen, wenn wir der Energieeffizienz und der Energieeinsparung nicht ein größeres Augenmerk widmen. Wir haben auf diesem Gebiet im Freistaat Sachsen schon eine ganze Menge vorzuweisen. Kommunen und Private haben von uns finanzielle Unterstützung bekommen für innovative, energieeffiziente Gebäudekonzepte wie Passivhaushäuser, wie Blockheizkraftwerke zur gekoppelten Strom- und Wärmeerzeugung. Sie haben finanzielle Unterstützung bekommen für die Umrüstung auf eine energieeffiziente kommunale Straßenbeleuchtung, für die Erarbeitung kommunaler Energie- und Klimaschutzkonzepte oder auch für die Teilnahme am European Energy Award. Und wir haben im Freistaat Sachsen die SAENA, unsere sächsische Energieagentur, die kompetent, aber auch unabhängig informiert und berät. Bei der Umstellung der Energien auf die sogenannten erneuerbaren Energien haben wir in Sachsen die Versorgungssicherheit, aber auch die Bezahlbarkeit immer wieder vor Augen und im Blick. Das unterscheidet uns von manch anderem deutschen Bundesland, die, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, auf Teufel komm raus, jetzt nur die Umstellung wollen und nicht darauf schauen, dass diese ganze Umstellung auch irgendwo finanziert werden muss. Und für mich hat das auch einen Aspekt in Bezug auf den Klimawandel. Jetzt gibt es wieder Kritiker, die feststellen, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland sich erhöht hat, weil wir mehr Braunkohle verstromen. Wenn man mal ein bisschen nachgedacht hätte, hätte man das auch vorher wissen können. Ist doch klar, wenn man aus der Atomenergie aussteigt und die erneuerbaren Energien noch nicht da sind in dem ausreichenden Maße und vor allen Dingen nicht grundlastfähig da sind, ist doch klar, irgendwo muss der Strom ja herkommen. Und man muss sich dann auch mal die Frage stellen, ob es gerade im Hinblick auf den Ausstoß oder auf die Verringerung des Ausstoßes von CO2 wirklich so klug war oder ist, so schnell aus der Atomenergie auszusteigen. Ich will jetzt nicht für die Atomenergie sprechen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Es ist entschieden, und da gibt es auch nichts dran zu deuteln, dass wir in Deutschland aus der Atomenergie aussteigen. Aber die erneuerbaren Energien sind noch nicht grundlastfähig, zum einen, und zum anderen sind die Netze noch nicht ausgebaut. Und deswegen muss man sich die Frage einfach mal stellen, ob es klug war, den Schritt und die Geschwindigkeit so zu gehen, wie wir sie jetzt in Deutschland gehen. Meine Damen und Herren, Klimaschutz hat für uns auch etwas mit Know-how zu tun. Unsere Energieforschung in Sachsen kann sich sehen lassen. Die
Universitäten, die TU Bergakademie in Freiberg, aber auch die CU Dresden, sind schon genannt worden. Ich darf aber auch die Firmen, viele Firmen nennen, die sich in Sachsen mit dieser Thematik beschäftigen. Technologieführer für organische Photovoltaik ist zum Beispiel die Firma Heliatec oder lassen Sie mich nennen die Firma Litec, die sich mit Batterien beschäftigt, die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batteriezellen herstellen, die beispielsweise auch in der Elektromobilität Anwendung finden. Klimaschutz ist die eine Seite der Medaille, die Anpassung an den Klimawandel ist die andere Seite. Und das wissen wir ja auch alle, die wir hier sitzen. Selbst wenn wir mit der Stunde Null jetzt jegliche CO2-Emissionen auf der Welt einstellen würden, das Klima würde sich trotzdem weiter verändern, weil das Klima sehr träge ist. Und deswegen dürfen wir die Anpassung an den Klimawandel nicht außer Acht lassen. Auch das tun wir nicht. Herr Bürgermeister, Sie haben es schon angesprochen beim Thema Wald. Der Waldumbau spielt für uns eine sehr große Rolle, weg von den Monokulturen hin zu gesunden und widerstandsfähigen und klimaangepassten Mischwaldbeständen. Wir wollen bis zum Jahr 2050, das sagt unsere Waldstrategie aus, 80.000 Hektar Staatswald umbauen und wir hoffen, dass die privaten und die Körperschaftswaldbesitzer sich auch nochmal mit zusätzlich 30.000 Hektar am Waldumbau beteiligen. Auch in der Landwirtschaft ist es sehr wichtig, Anpassungsstrategien zu entwickeln, damit wir auch in den nächsten 20, 30 und 50 Jahren noch unser tägliches Brot von den Feldern ernten können. Wir haben bereits im Jahr 2009 im Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft eine Entwicklungsstrategie für die Anpassung an den Klimawandel vorgelegt. Die konservierende Bodenbearbeitung, dabei nur ein Beispiel. Wir sind in Sachsen ein sehr erosionsgefährdetes Land. 60% der Ackerfläche ist wassererosionsgefährdet. Mit der fluglosen Bodenbearbeitung, der konservierenden Bodenbearbeitung, haben wir dort einen Gegenpol gesetzt, der auch schon spürbare Erfolge erzielt hat. Meine Damen und Herren, wir sind im Augenblick dabei, eine Anpassungsstrategie für die Wasserwirtschaft zu erarbeiten. Die soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Und es ist von Herrn Professor Matschulat jetzt schon angesprochen worden, das Informationssystem REKIS, REKIS wollte ich auch noch erwähnen, diese regionalen Klimadaten. Und Reklam, das ist ein ganz besonderes, erwähnenswertes Projekt. Wir haben ja in der Region Dresden da dieses regionale Klimaanpassungsmodell, Reklam, von 2008 bis 2013 erarbeitet. Und die Ergebnisse dieser Studie oder dieses Projektes wollen wir jetzt auch auf andere Städte übertragen. Wir wollen das jetzt in drei Modellversuchen und ausgewählten Kommunen umsetzen. Denn die Erkenntnisse, die wir aus Reklam gewonnen haben, die sind natürlich auch auf andere Städte übertragbar. Grün- und Freiflächenplanung, aber auch die Fähr- und Entsorgungsinfrastruktur für Trink- und Abwasser, Siedlungs- und Gebäudestrukturen, die Hitze angepasst in Zukunft sein müssen, aber auch die veränderte Landnutzung, das sind Rezepte, die man durchaus von Dresden auch auf andere Städte und Gemeinden übertragen kann. Meine Damen und Herren, die Annaberger Klimatage sind eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch für die Politik und für die Verwaltung, aber insbesondere auch für die Wissenschaft. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hierher gekommen sind, nicht nur aus dem Freistaat Sachsen, sondern auch aus anderen Bundesländern und aus anderen Staaten der Welt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in den nächsten beiden Tagen und alles Gute. Wir haben ein gemeinsames Ziel, uns auf den Klimawandel einzustellen, gegen eine Beschleunigung des Klimawandels zu arbeiten. Da haben wir jede Menge zu tun. Da müssen wir zusammenhalten und da müssen wir gemeinsam kluge Ideen entwickeln. Herzlichen Dank.